Oberpinzgau findet eine gemeinsame Sicherheitsübung von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See, dem Militärkommando Salzburg und der Bundespolizei statt. Was ist der Zweck der Übung und welche Rolle spielt dabei die Bezirkshauptmannschaft? Ja, prinzipiell ist einmal die Bezirkshauptmannschaft Sicherheitsbehörde in der ersten Instanz und daher für die Sicherheit im Bezirk verantwortlich, gemeinsam mit der Polizei. Wir arbeiten mit dem Bundesheer sehr lange schon zusammen, gerade bei Katastrophen, bei Elementarereignissen. Wir haben aber mit dem Bundesheer sehr wenig Erfahrung bei der Vollziehung des Sicherheitspolizeigesetzes. Das heißt, wir können auch das Bundesheer, wenn zu wenig Leute der Polizei da sind, heranziehen, um die öffentliche Sicherheit und Ruhe aufrechtzuerhalten. Wie lautet die Übungsannahme und welche Rolle spielt dabei das Bundesheer? Ja, die Übungsannahme ist im Großen schaut wie folgt aus, dass Österreich und andere Länder einem EU-Einsatz teilnehmen, der sehr umstritten ist. Und es kommt in jenen Ländern, die an diesem Einsatz teilnehmen, zu Unruhen, zu terroristischen Anschlägen und zu Gefährdungen des öffentlichen Lebens. Daher hat also die Bezirkshauptmannschaft das Bundesheer angefordert, um die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten. Im Zuge eines Konvois ist eine Bombe explodiert, ein Fahrzeug wurde von der Straße geschleudert, es wurden Soldaten eingeklemmt und verletzt und das Zusammenwirken des Bundesheeres, das den Platz sichert, der Feuerwehr, die die Bergung der verletzten Soldaten durchführt und des Roten Kreuzes, die die Erstversorgung durchführen und den Abtransport, wird also hier diese Übung durchgeführt. Insgesamt sind 600 Soldaten hier im Pinzgau im Einsatz, die Masse vom Jägerbataillon Salzburg, einem Milizbataillon. Die Leute sind letzte Woche eingerückt, wurden jetzt theoretisch geschult und führen diese Übung praktisch durch. Ich denke, dass das Ganze eine Win-Win-Situation ist für Bundesheer, für Exekutive, für Rotes Kreuz, für Feuerwehr. Das Zusammenwirken wird geprobt, in Krisenfällen Leute kennen, das ist wichtig, und wissen, wie der andere arbeitet. Und ich denke, wir können schon jetzt sagen, dass alleine die Vorbereitung ein Erfolg war. Und ich bin mir sicher, dass wir das morgen erfolgreich abschließen werden.